Also ich finde es ausgesprochen gemütlich, hier zu sitzen. Ist eine coole Aktion. Ich bin sehr angetan vom Mikado. Das Wohnzimmer ist zusammen mit der BSR entstanden. Und zwar haben wir hier gebrauchte Möbel stehen aus dem Tausch- und Verschenkemarkt von der BSR. Und die Möbel sollen natürlich auch einer zweiten Verwendung zugeführt werden und werden am 6. Dezember verlost. Ich finde es super. Also wenn man als Student irgendwie eine Wohnung hat und dann Möbel sucht dann, und die Möglichkeit hat, was geschenkt zu bekommen und sich umzuschauen, anstatt es neu zu kaufen, finde ich das auf jeden Fall eine super Aktion. Ich interessiere mich für diese Lampe. Die wunderschöne Lampe hinter mir zum Beispiel. Für mich sind Second-Hand-Möbel tatsächlich ein relativ großes Thema. Ich glaube, ich habe nur Second-Hand-Möbel. Das liegt daran, dass ich relativ viel von meinen Eltern übernommen habe. Ich finde aber tatsächlich auch, dass der Nachhaltigkeitsaspekt wirklich relevant ist und dass es wichtig ist, da mit einem gewissen Bewusstsein ranzugehen. Man kann so viel recyceln, so viel neu machen, mit ein bisschen Kreativität ist so viel zu machen und das in den Alltag zu integrieren. Ich denke, solche Aktionen hier sind wichtig, um das Bewusstsein zu schärfen, dass Dinge auch gut sein können, wenn sie nicht brandneu sind, sondern dass auch alte Dinge Wert besitzen. Und das ist ein Bewusstsein, das wir brauchen, um globale Probleme wirklich gut angehen zu können.